Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, wir haben das Gold Event und zum Gold Event ist immer eine ganz besondere Sache am Start. Und zwar, ja, mittlerweile der Würfelspieler auf meinem Level wirft schon echt gut Knete ab, wenn wir hier einen Fünferpasch rausschallern. Gestern im Discord hat es zum Beispiel dein Nachbar den Highscore geknackt und zwar hat er hier die halbe Milliarde abgeräumt. Ja, das Ganze können wir natürlich noch nicht erreichen, denn wir sind noch nicht Stufe 632, denn ab der Stufe wird das Gold komplett gecapped. Einmal in der Goldgrube, ja, da man hat zwar trotzdem denselben Füllstand immer noch so, ne? Aber die Zeit, bis die Goldgrube vollgelaufen ist, endet ab der Stufe 632. Ansonsten pro Level ja, produziert die Goldgrube irgendwie immer 2 Minuten schneller oder so, bis die halt vollgelaufen ist. Und da ist halt ab der Stufe 632 Schluss. Und ja, das Ganze gilt halt eben auch für den Würfelspieler. Hier, wenn man Stufe 632 hat, kann man, wenn man 5er-Pasch würfelt, maximal bis zu einer halben Milliarde rauswürfeln, was schon echt extrem krass ist. Selbst ich auf meiner Stufe kann hier jetzt schon, ja, ich glaube, ich bin so bei 410 oder so, wenn ich jetzt hier einen 5er-Pasch würfel, 410 Millionen, was extrem, extrem, extrem krass ist. Und natürlich auch das Glücksrad, das carried natürlich auch gut rein, deswegen hofft man natürlich zum Gold-Event, das bekommt man schon relativ früh tatsächlich, dass man, wenn man hier das Gold hittet, pro Spin tatsächlich 75 Millionen rausholen kann und das ist, das finde ich, das ist immer extrem krass zum Gold-Event und ja, deswegen hoffen wir mal schauen, ob wir heute den Jackpot hier holen können. Wir fangen mal an mit dem Glücksrad, mal schauen, ihr kennt ja mein Glück, meistens, wenn ich immer wenn immer Gold-Event ist, dann bekomme ich in der Regel so einmal, höchstens zweimal Gold und das ist dann aber auch schon gut, ja. Mal gucken, wie es diesmal aussieht. Mal schauen, wie oft wir, jetzt haben wir schon zweimal Gold, das ist gut, in den ersten 10 Spins, das kann man tatsächlich so stehen lassen. Mal gucken, ob es noch, oh, dreimal, sehr gut, sehr gut, sehr gut, ja. Das ist tatsächlich schon deutlich mehr als der Durchschnitt bei mir. Oh, viermal sogar. Das ist jetzt schon saftig, ja. Viermal an einem Tag, das ist schon heftig. Da, und da haben wir einfach mal 3,5 Millionen Gold gemacht gerade, ja. So, komm, sind wir jetzt noch dreist und kriegen noch ein fünftes Mal? Oh, Digga, was ist denn da los, Alter? Holy shit, das ist ja schon, das ist eine Ansage. Okay, letzter Spin. Okay, also so oft habe ich wirklich mein Leben lang noch nie das Gold getroffen am Gold-Event, ja. Also ihr seht, was man hier schon an Skillpunkten. Wir haben hier alleine jetzt 375 Millionen alleine durch das Glücksrad gemacht, ne. Das ist schon pervers viel so, ne. Und meistens wirklich, ich zeige es ja sogar in den Videos, ihr könnt es ja nachvollziehen. Wenn Gold-Event ist, mache ich meistens immer Videos, damit ich euch zeige, wie viel Pech ich eigentlich beim Glücksrad habe. Aber das hat sich jetzt eben gerade für ja, ein, zwei Tage ausgeglichen, sag ich mal. Mal gucken, wie es hier aussieht, ja. Wenn wir jetzt beim Glücksrad so viel Glück hatten, ne, dann glaube ich nicht, dass wir jetzt hier noch irgendwie ansatzweise ein bisschen was auf die Kette bekommen. Ja, mal schauen. So, aber wir hoffen natürlich das Beste, ne. Vielleicht kriegen wir auch viermal Gold, das wäre schon mehr als wünschenswert. Ansonsten denke ich mal, wird unser Glück jetzt für den heutigen Tag komplett aufgebraucht sein, falls wir hier überhaupt was treffen sollten, ja. Okay. Okay, zweimal Gold, komm. Jetzt wenigstens einmal noch Gold. Oh, let's go. 82 Mille. Das ist natürlich nice. Also wär der jetzt noch hier Gold gewesen, ne, dann wäre ich aber hier ausgerastet, Alter. Das wäre schon, also das ist schon echt krass, wie viel man durch Gambling an Stat-Punkte gut machen kann. Ne? Also wär jetzt hier noch einmal Gold gewesen, ne, dann hätte ich hier so nochmal ein bisschen über 400 Millionen Gold gemacht jetzt dadurch. Ne? Das ist schon krass. So, holen wir uns ab. Und das ist halt das Ding. Nachher im Late-Game wirklich deine, also ja, also das sind so wichtige Einnahmequellen hier. Glücksrad, Goldgrube ist
sowieso das Nonplusultra so, ne? Ich mache hier jede Stunde, also sagen wir mal ein bisschen über eine Stunde, ich sage mal so eine Stunde und 10 Minuten circa. Ich weiß es nicht ganz genau, aber in der Zeit ist meine Goldgrube vollgelaufen und dann hole ich hier 55 Millionen ab, fast jede Stunde so, ne? Und das geht halt noch hoch bis zur Stufe 632, ja? Dann hole ich jede Stunde ab. Ich glaube, dann ist man bei einer Stunde 2 oder 3 Minuten irgendwie so in dem Dreh, bis man die dann abholen kann, ne? Also es ändert sich nichts, außer dass sie halt schneller vollläuft, so, ne? Also du musst noch öfter dich einloggen pro Tag, damit du es schaffen kannst, die Goldgrube abzuholen. Nehmen wir jetzt die mit, ist die Frage. Ja, komm. Nehmen wir mit, wenn die schon zweimal hier ankommen. Okay, haben wir zumindest hier ein bisschen rausgeholt. Letzter Würfel, ja, Dings. Gut, kein Gold dabei, aber wir haben echt schon, oh, let's go, nochmal Vierer hier. Wir haben echt schon gut Gold gemacht, jetzt alleine hier durch die beiden Sachen. Ansonsten dreimal halt in der Unterwelt besiegen, das ist auch saftig hier. 37,6 Millionen, wir haben es ja Gold und Erfahrungsevent, weil halt nächste Woche der Elevator startet, haben wir jetzt diese beiden Events jetzt in Kombination, ne? Und halt eben durch, naja, die krasse Hydra, die wir jetzt mit der Gilde haben hier, die unzählige, haben wir hier halt auch echt ja, ein verdammt hohes Erfahrungseinkommen, sag ich mal so, ne? Nicht zu vergleichen mit, ja, damals mit Flames of Destiny, wo wir so bei der 12-köpfigen waren oder so, 12, 13-köpfige. Da hat man nicht ansatzweise so viel bekommen. Das ist schon echt krass und vor allen Dingen, wenn ich jetzt hier gleich meine Stadtwache durchgelaufen lassen habe, so, ne, dann seht ihr ja, wie viel Quest ich oder wie viel Erfahrung ich in der Regel immer so bekomme pro Quest. Und da ist halt wirklich die Daily Quest hier mit Abstand die Haupteinkommensquelle nachher im High-Level-Game. Das ist einfach so, das ist unglaublich krass. Aber jetzt verskillen wir erstmal das, was wir haben, ne, und sind hier auch schon jetzt bald bei 300k, was natürlich auch super, super nice ist. Und ja, der Server, ich meine, gut, die meisten kennen es jetzt von euch. Ja, und ich danke dem Kommentarschreiber sehr, der gesagt hatte, vorher, oder der hatte irgendwie geschrieben, ja, bevor das neue Backend auf seinem Server drauf war, hatte er so gedacht, die Videos von mir geschaut, ey, der soll sich mal nicht so haben, ist doch, ne, ist doch gar nicht so schlimm. Und dann ist das Backend auf den eigenen Servern jetzt drauf und dann, und jetzt kann man mich dann halt da eben nachvollziehen, so, weil ich halt, ja, weil S31 ja der allererste Live-Server gewesen ist, wo das neue Backend drauf platziert worden ist. Und ja, ich habe es ja euch schon relativ früh präsentieren können, sage ich mal. Kunigunde hier aber stark jetzt, ne? Und ja, jetzt spürt ihr es halt eben alle am eigenen Leib so, ne? Oder fast alle. Auf manchen Servern ist, boah, 2 Milliarden Crit rausgehauen hier. Das ist aber ein geiles Video heute hier. Ziemlich was passiert. Ja, auf ein paar Servern ist es ja noch nicht drauf, aber die meisten von euch können es jetzt eben nachvollziehen, durch welchen Pain ich gegangen bin. Und davon rede ich hier nicht vom The Golden Pain, ja, sondern wirklich, das sind wirklich Schmerzen, die man hier durchlebt. Und ja, da war ja noch nicht mal teilweise ja, irgendwelche Game-Breaking-Bugs dabei, wo man halt eben sehr viel Gold oder sowas verloren hatte, sondern das sind ja meistens jetzt nur noch Performance-Probleme oder halt eben, naja, ziemlich, ja, was das halt eben ist, ziemlich starke Lags, sodass man halt manche Aktionen im Spiel gar nicht so richtig, ja, fortführen, ausführen kann, so, ne? Da muss ich sagen, geht das jetzt auf meinen Server? Es ist immer noch laggy, ne? Aber es ist so, dass man immer noch spielen kann, ne? Da wurde jetzt S31 zumindest, weil hier das Backend schon so lange drauf ist, da wurde hier schon ein bisschen entgegen, ja, gesorgt. Ja, ne? Ja, ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine, so, ne? Es ist schon relativ spät, entschuldigt mich, ne? Wir haben es jetzt gerade 10:23 Uhr in der Früh und ja, ich werde gleich pennen. So, ich werde noch kurz die Dings machen. Ach so, das sieht auch sehr lustig aus hier, ne, die chinesischen Zeichen hier überall. Das sind natürlich auch die Server, die jetzt das Backend neu drauf haben. Das ist ein Klassiker wie Beethoven. Jeder Server, wo, ja, der da betroffen ist, der das neue Backend drauf hat, der muss
einmal diesen Bug hier durchlebt haben, so, ne, das ist ganz lustig. Und man sieht halt eben, jetzt sind fast schon die großen Server dran. Hier sehr viele Deutsche auch mit dabei oder sehr viele krasse Server, wo krasse Leute drauf spielen, wo man merkt, jo, da fließt vielleicht ein bisschen Kohle. Und ja. So, wir suchen uns mal irgendeinen Schwachen hier aus der Ehrenhalle raus und werden mal ein paar Unterweltkämpfe machen hier. Mal schauen, packt er das? Jawohl. In Seelen bin ich ja eh nicht mehr drauf angewiesen hier. Ist eine Währung für mich, die leider keinen weiteren Sinn hat. Ist schade, kann man vielleicht noch irgendwann mal was mit anfangen oder weiterverwerten, so wie die Früchte man weiterverwerten kann. Für die Pets kann man vielleicht auch Seelen oder sowas weiterverwerten oder Holz oder Steine. Aber ist momentan nicht drin. So, wir holen uns die saftigen XP-Punkte ab. Let's go. Und das ist natürlich dann auch ganz nice. Und ja, jetzt heißt es natürlich dann eben Questen, Questen, Questen. Hier machen wir auch nochmal durch die Alu, glaube ich, so jetzt zum Gold-Event auch nochmal knapp 2 Milliarden an Gold, was natürlich auch sehr nice ist. Und wenn ihr euch eben diese Quests anschaut, dann seht ihr, aha, da ist XP-technisch jetzt nicht allzu viel drin, obwohl schon XP-Event ist, ne? Das müsst ihr ja noch mit dazu rechnen. Das darf man nicht vergessen. Da ist ja, da schallert ja das XP-Event immer noch mit rein. Aber ja, auf meiner Stufe macht halt nichts anderes Sinn, außer eben auf die kürzeste Quest zu gehen, weil man halt eben dafür das maximale Goldauskommen generieren kann, ne? Weil umso mehr Quests ihr habt, umso mehr Gold könnt ihr dann auch generieren, weil eh jede Quest am Maximum ist. Das ist, denke ich mal, schon relativ früh im Verlaufe des Spiels so, wenn Gold-Event ist, dann merkt ihr relativ schnell, aha, die Gold- oder beziehungsweise die kleinen Quests sind auch alle schon am Maximum. Da macht es halt Sinn, eben auf die kürzeste Quest halt eben auch zu gehen. Ne? Gut. Ja, Leute, das soll es soweit gewesen sein von meinem Video. Ich hoffe mal, wir kriegen noch relativ bald die 300k hier auf Intelligenz hin und dann freue ich mich auch schon tatsächlich wieder ein bisschen auf Ausdauer zu gehen. Auf 200k ziehen wir das dann erstmal hoch hier, ne, damit wir nicht ganz so Glass Cannon mäßig hier unterwegs sind. Und dann sollten wir uns auch wieder ein bisschen stabiler etablieren hier in den Top 3. Momentan habe ich relativ wenig Chancen gegen Sir Webster, obwohl ich von den Statpunkten, von den Basis-Statpunkten ihn zumindest schon überholt habe. Aber das hat halt eben nicht so viel Aussagekraft, wenn halt eben eher konstanter vom Schaden ist, ne? Wie gesagt, ich habe keine PvP-Waffe, ich habe keine PvP-Stats, das ist hier alles ziemlich random. Und das will ich jetzt, da will ich jetzt eben ein bisschen mit Ausdauer entgegenwirken. Nicht allzu viel, aber zumindest erstmal auf 200k hochziehen, das dauert jetzt erstmal schon lange genug, ne? Aber zuerst mal machen wir hier die 300k voll, ne, als nächstes Ziel. Gut, das war es soweit von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.